Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play bei uns auf dem Kanal. Wir spielen Empire Total War Rome 2. Nee. Total War Rome 2, so, Das Spiel ohne Empire. mit den 10.000 DLCs, wodurch man direkt mal die Orientierung verliert, welchen DLC man gerade spielt. Ja, auf jeden Fall spielen wir halt zusammen. Eine Zwei-Spieler-Kampagne, und zwar spielen wir Weltherrschaft. Also wir wollen hier mal so ein bisschen aufräumen in der Antike. Wir spielen kooperativ. Wir haben uns schon im Vorfeld mal zwei Kulturen ausgesucht, die einigermaßen nebeneinander sind. Die Rundenzeit ist unbegrenzt. Zeitlimit für Schlachten ist 20 Minuten. Man muss allerdings sagen, ich habe 11 Stunden und 42 hat 0 Stunden Total War, Rome. Deswegen denke ich mal, dass wir am Anfang die meisten Gefechte nicht selber spielen werden, sondern das erstmal automatisch ablaufen lassen, um uns erstmal wieder ins Spiel zu kommen und erstmal die Oberfläche so an sich kennenzulernen. Oder das Spiel zu verstehen, so ungefähr Genau. wenigstens. Ja, also ich versuche ein bisschen zu erklären. Aber selber, ich bin halt auch kein Experte in diesem Spiel. Wird auf jeden Fall lustig. Trotzdem ist halt das Ziel, wie gesagt, Weltherrschaft. Ja, ich würde sagen, wir starten mal. Bin mal gespannt auf die Ladezeit. Die hatte ich nämlich im Einzelspieler schon als lang in Erinnerung. Och, das sieht doch ganz gut aus. Zumindest bei mir lädt es jetzt. Okay, jetzt hat es aufgehört, schnell zu laden. Zu früh gefreut. Gleich so bei 99% und dann gammelt das noch so 3 Stunden da rum. Geht so wieder zurück, geht wieder vor und dann so. Mal gucken, wann es fertig wird. Ich habe auch noch nie Rome 2 irgendwie mit irgendjemand anderem zusammengespielt. Also ich habe keine Ahnung, wie das so koopmäßig abläuft, weil es ja eigentlich halt rundenbasiert ist. Ich weiß nicht, was man dann, ob man dann wirklich zu Handlungsunfähigkeit verdammt ist, während der Rest dann spielt. So, ich bin schon drin. Was? Bei mir ist jetzt knapp über die Hälfte mit dem Bei Laden. mir steht jetzt Warten auf Beendigung des Ladevorgangs der anderen Spieler. Du hast noch 280 Sekunden Zeit. Ach ja, das werde ich wohl schaffen in der Zeit. Also es ist jetzt nicht mehr viel. So ungefähr zwei Sanduhrlängen. Das ist jetzt Ich das weiß gar nicht, neue hast du Maß. vorher in den Grafikoptionen mal geguckt? Nee. Ich habe nur in die Soundoption geschaut. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe nämlich irgendwann ab einem bestimmten Umfang die Grafik ein wenig runtergeschraubt, weil es angefangen hat zu laggen. Ja, da Ich bin bin ich mir aber noch nicht mehr ganz. zuverlässig, Ja, zuversichtlich. also ich glaube, es funktioniert einigermaßen. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Wunderbar. Dann erkläre ich erstmal, glaube ich, ein bisschen, ne? Du hast halt WASD, kannst halt die Kamera steuern, Ja, das habe ich QE gemerkt. drehen und so, ne? So. Auf M ist die Karte, oder auch nicht, verdammt, schon den ersten Fail. Ah, Tabulator ist die Karte. So, und Das Blaue, hier bin ich du dann. bist blau. Ja, genau, du hast ja, da sieht man ja, du siehst ja dann auch, wo ich bin, ne? Du bist der Grün. Dieser hellgrüne. Ah, der hellgrüne, okay, weil das ist Der noch hellgrüne, also ich. Grünton. Und zwischen uns liegen zwei andere Bevölkerungen. Du bist natürlich ordentlich eingekreist. Aber das Ja, werden von wir. vier. Das. So. Ja, wir haben uns jetzt auch noch keinen wirklichen Schlachtplan zusammengelegt, also wen wir zuerst angreifen und so, aber wir wollen halt schon irgendwie einigermaßen sicher stehen. Oder irgendwie erstmal überleben. So, du hast halt, du siehst ja, du hast drei Siedlungen Ich habe in deinem Gebiet. vier, aber ja. Echt? Vier? Ja, vier. Weil ich Tatsächlich. zwei Dinger habe, als zwei Gebiete da. Ja, und du kannst halt Denke ich. auf den. Wie viel habe ich denn? Ich habe eine. Ich habe nur eine Stadt. Stark. Boing. Habe ich mir ein gutes Startvölkchen ausgesucht. So, und du kannst halt. Moment. Also wenn du jetzt halt auf eine Stadt klickst,
Kann ich einen Linksklick machen, ja. Dann das ist richtig. Siehst du direkt die Übersicht aller anderen Städte in dieser Provinz. Ich hatte ja vorher, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, hatte ich ja schon erklärt, dass die einzelnen Städte immer in einer Provinz liegen. Und um eine Provinz zu regieren, braucht man die Kontrolle über alle Städte. Wie ich jetzt gerade sehe, habe ich zum Beispiel nicht die komplette Kontrolle über alle meine Städte. Das wird auf jeden Fall interessant. Du hast auch nur eine Stadt. Ja, also im Moment, ja. Ja, aber um die ganze Provinz einzunehmen, müsste ich noch zwei andere Städte einnehmen. Ja, jetzt bist du natürlich als erster dran. Ist jetzt ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Hast du auch noch erstmal alles anklicken und gucken? Spion am Anfang gehabt? Ja, ich habe einen General, dann noch einen General und einen Spion, ja. Also Kundschafter. Na, ich habe irgendwie so eine kleine Armee aus vier Leuten und ich habe meinen Spion. Und ich glaube, einheitentechnisch war es das eigentlich. Außer vielleicht noch ein paar Kühen oder sowas. So, dann schauen wir doch mal. Also du bist ja der Hellgrüne. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn wir erst die beigefarbenen, oder den beigefarbenen Teil davon. Die zwischen uns und den dunkelgrünen, ne? Ja, und den dunkelgrünen. Also die beiden, die da in dieser einen, in einem Abschnitt sind, dass wir erstmal die angreifen. Auch damit ich die Anzahl meiner Grenzkonflikte etwas senke. Nein, einmal Tab reicht. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich vielleicht den dunkelgrünen angreife. Kann ich jetzt mit dem Spion einfach in die Stadt reinlaufen? Du kannst mir einfach den Befehl geben, da reinzulaufen. Dann wird das halt aufgedeckt. Und ich sehe schon, das ist wirklich so, ich muss wirklich warten, bis du fertig bist, bis ich selber spielen kann. Ich hoffe mal, dass ich den Spion jetzt damit beauftragt habe, dass er da hinrennt. Oder? Rechtsklick zum Handeln, linksklick zum Untersuchen. Das ist eine Spionin, ne? Ja. Ja, die kannst du einfach, schick die einfach in das Gebiet oder was. Aber das Gebiet ist ja natürlich dann weiter oben, ne? Da musst du dann erst durch dein eigenes Reich laufen. Ja. Ja. Und dann wird dir der Weg angezeigt und die haben halt bestimmte Wegpunkte praktisch, bis wohin die laufen können. Sehr gut, jetzt steht sie in dem Reich von dem, von so einem dunkel, keine Ahnung, gefärbten. Wir können der links auch, neben mir ist. Wir können natürlich auch beide in das beige Gebiet eindringen, die Stadt zusammen angreifen und dann kann man, denke ich, glaube ich, mal ausmachen, wer dann die Stadt bekommt. So. Was kann man denn jetzt in den Städten da groß machen? Also du kannst die Städte auswählen, aber was kannst du dann noch machen? Du kannst die Städte auswählen und dann wird der, also dann hast du ja, der habe ich ja gerade gesagt, du hast ja dann die ganze Provinz vor Augen. Ja. Genau, und die Stadt, die du gerade angewählt hast, wird dann halt grau hinterlegt so, ne? Unten, ja, also der Name. Also wird markiert auf jeden Fall, dann hast du da so verschiedene Bauplätze. Ja. Da hast du einmal unentwickeltes Land, wo du halt Bauplätze anlegen kannst, oder du hast halt schon irgendwas, was du verbessern kannst. Du musst dann gucken, dass deine Siedlung immer über ausreichend Nahrung, aber auch über öffentliche Ordnung und Wachstum, also damit die halt auch wächst. Also dass halt alles da gegeben ist. Du kannst natürlich auch dann sagen, hier minus ein Nahrung, dafür plus zwei Wachstum. Muss halt nur gucken, dass du halt nicht zu wenig Nahrung hast. Okay. Unten rechts unter der Karte, also unter der Minimap, siehst du dann die Schatzkammer, dann das voraussichtliche Einkommen pro Runde und den Nahrungsüberschuss. Der steht bei mir gerade auf 0, also das ist halt von Nation zu Nation anders. Weiß nicht, wie das bei dir gerade ist. Also es steht eine kleine 4, wenn ich drüber gehe, ist Wachstum pro Runde plus 1 und Einheitenverstärkung plus 3. Also es ist wahrscheinlich 4 dann der Überschuss, denke ich. Ja, und was ist bei dir bei der Nahrung? Also unter der Minimap? Das Brot? Ja, das meine ich ja mit Nahrungsüberschuss. Das ist, also neben so einem Brot steht eine 4. Achso, ja, dann hast du relativ gut schon am Anfang. Voraussichtliches Einkommen 2755 und derzeitige Schatzkammer 7000. Ja, das ist schon ordentlich. Jetzt habe ich gerade mal dieses eine unentwickelte Land,
weiterentwickelt. Also ich habe es mal angeklickt und jetzt ist die Stadt größer geworden. Und da kann ich jetzt auf dem Bauplatz, kann ich dann, indem ich Geld investiere, irgendwas jetzt dahin bauen an diese Stelle oder wie? Ja, genau. Ja. Da musst du halt gucken, was du bauen willst und was am meisten Sinn macht. Ich kann jetzt zwar auch deine... Ach doch, ich kann sehen, wie viele Leute du hast in deiner Armee. Du hast eine Armee, ich habe zwei. Ja, Aber ich habe ich habe vier Leute. Ja, ich glaube, ich habe aber zwei Armeen, weil ich hier einen harten Grenzkonflikt am Start habe. Ich habe eigentlich einen genauso harten am Start, aber egal. Gut, die Frage ist natürlich auch immer, ist man mit den Leuten neutral, verbündet, wie auch immer? Gucken wir mal. Also diplomatischer Status. Weiß ist neutral. Also es sind, wir haben tatsächlich das Glück, also jedenfalls ich. Geh mal auf die Minimap und dann den dritten Button von links unten. Da ist dann diplomatischer Status. Und oben steht dann, gelb sind die Spieler, blau sind Verbündete, Moment, rot ist dann der Feind und weiß ist neutral. Ach so, Moment, das ist dieses Fraktionending? Also, Oder... bist du auf der Karte? Ich guck Auf grad... der strategischen? Ach so, da meinst du, okay. Und dann das dritte da. Und dann siehst du halt um dich herum die Einfärbung. Ich bin bis jetzt mit allen neutral und mit dir bin ich verbündet. Das ist ja süß, man kann auf der Karte rummalen. Ja. Gut, schön, das jetzt ist habe ich da so... Jetzt habe ich da so rote Linien. Wie kriege ich die jetzt wieder weg? Ja, Achso, jetzt, du schon weg. Ich wollte sagen, einmal wieder auf die Karte gehen und dann sind sie weg. Ich mache da die Kurve. Ja. Hey, wo kommt denn jetzt die Markierung? Die ja, die habe ich hier gemalt. Achso. Wie kriegt man die jetzt wieder weg? Ja, die gehen einfach weg automatisch. Achso, okay. Nach einer Zeit. Bist du mit den Leuten jetzt verfeindet oder verbündet oder wie auch immer? Oder sind die weiß? Dann sind die neutral. Moment. Die sind alle weiß. Okay, dann haben wir also echt, alle neutral. Ja. Dann haben wir echt Glück, weil dann ist es nämlich so, wenn wir in irgendein Gebiet marschieren, dann sind die dann ein bisschen angepisst, aber der Rest kümmert sich halt nicht darum. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ob die untereinander verbündet sind. Das merkst du ja erst, einfach, wenn du da einläufst. Ja, du kannst ja. Würde ich jetzt sagen. Du kannst ja draufklicken, glaube ich, und dann sieht man, konnte man irgendwie mal die. Das ist auch egal. Also ich würde sagen, ich jetzt nicht wir viel nehmen von. Uns. Wir nehmen uns auf jeden Fall jetzt erstmal die Stadt Kart vor, also die Siedlung. Ja, ich habe meinen kleine... Spion schon da in das Gebiet geschickt, um mal zu gucken, was der da so hat. Vielleicht ist es nämlich nicht so ganz intelligent, sich da rein zu bewegen, wenn er da seine Überarmee am Start hat. So, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, dass ich meine Armee gleich nach unten ziehen kann. Wenn ich mit den anderen nämlich oben auf neutral noch bin, dann habe ich da doch keinen Grenzkonflikt, wie ich erst dachte. So, dann gucke ich mal nach meinen Städten. Ich habe jetzt einfach mal ein neues Musterungsfeld gebaut. Hm. Oder da noch zu dem zweiten hinzugenommen. Und... Ah, okay, da kann man die Stadt ausbauen. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So, das kostet zwar wieder Geld, aber... Mal gucken, ob wir davon hinterher noch genug haben. Ich glaube, in den anderen Städten in der Provinz kann man dann eh nichts mehr machen. Ah, okay, das ist also immer pro Provinz, wie viele Arbeiter man hat. Oder wie viele Leute da zur Verfügung stehen. Dann baue ich da mal aus. Und ich glaube... So. Ja, mach erstmal in Ruhe. Mhm. Ja, ich habe jetzt am Anfang eh noch keine Ahnung, was ich tue, also... ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann zum Beispiel jetzt bei der einen Siedlung kann ich entweder einen Hof bauen oder eine Getreidegrube oder eine Viehweide. Ja. Die ja, kosten da wird ja dann alle ungefähr gleich viel. Ja. Aber, okay, minus eins öffentliche Ordnung, Verarmung. Ja, du musst halt gucken, dass das halt irgendwie alles so ein bisschen... ausgeglichen ist. Ich glaube, ich baue einfach mal eine Getreidegrube, die ist ganz positiv.
Ja. So. Ja. Ich glaube. Und Runde beenden kannst du. Wird mir gar nicht angezeigt. Ach, das ist unten auch unter der Karte. Steht fett. Achso, vorher sagen fett. Runde beenden, genau. Geht auch mit Enter. Mhm. Diese Runde wirklich beenden, fragt er, folgende Angelegenheiten wurden noch nicht beachtet. Ihr erforscht derzeit keine Technologien, ihr könnt noch einen Erlass in einer von euch vollständig kontrollierten Provinz aufgeben. Ja, das will ich auf jeden Fall noch machen. Wo kann man denn Erlasse aufgeben? Also Technologien? Ja, das Ding habe ich gerade gefunden. Ja, ich das würde ich auf jeden Fall machen. Du kannst halt einmal zwischen Militär und einmal zwischen Zivil auswählen. Und was dann da drüber steht, ist dann das, was, also da steht dann so eine Sanduhr, das sind dann die Folge, wie lange das dauert, um das zu erforschen. Also ich spiele eigentlich ganz gerne erstmal auf Zivil, also auf Wirtschaft, dass man relativ schnell dann irgendwie ein bisschen wirtschaftlich vorankommt. Ah, okay. Das ist ein bisschen unintuitiv gestaltet, aber... Ja, dann fange ich auch mal mit Zivil an. Und ich kann da noch irgendwo einen Erlass... Oh, ich kann tatsächlich auch was forschen, oder das ist interessant. Wie auch immer. Wo geht das denn? Erlasse? Mhm. Ja. Diplomatie vielleicht? Ich weiß es nicht. Diplomatie initiieren, ach ja. So, dann wollen wir mal schauen. Erlasse kann ich gerade bei mir gar nicht. Zu welcher Fraktion sehen. Gehörten die, die wir angreifen wollen? Das sind die, Choresmia, ja. Ich so gerade, Handelspartner Choresmia, ich so, ha? Echt, mit den ja, tatsächlich. Mm. Also die und Arochsien. Das werden wahrscheinlich die anderen links sein. Nee. Dann sind das irgendwelche... Wer ist das denn? Also es sind die unter mir sind. Ja, ach so, dann. Ja gut, das wäre nicht so schlimm dann. Ja, das sind halt die direkten Nachbarn. Dann können wir den kleinen Starter ja ruhig überfallen. Wobei wir natürlich erstmal gucken müssen... Naja, das Dings gehört ja auch dazu, oder? Kat gehört ja auch zu den Choresmien. Ja, das, die haben ja nur die eine Stadt. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Choresmia? Dae. Nee, Amul daneben sind nämlich schon die Daes. Amul aber gehört aber auch schon dazu unten. Nee. Doch, Kat und... Also das sind die beiden Städte. Ja, das gehört zu der Provinz, ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch wieder bin schon länger sicher. Raus. Ja, so, wie machen wir das jetzt mit dem Erlass? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir gerade nicht eingeblendet wird. Wie das ach, ich hab's gefunden. Das ist ganz links unten. So, was bringt uns das denn? Mehr Steuern, mehr Nahrung und Ordnung, mehr Wohlstand aus Handelsgebäuden, reduziert die Abnahme der Sklavenbevölkerung. Weniger Baukosten, Rekrutierungskosten, Schiffsbaukosten, weniger Anheuerkosten für Söldner. Ach, ich mach mal Steuerernte. Geld ist immer gut. Also wir gewinnen tatsächlich, so. Wenn wir 100 Siedlungen haben. Aktuelle Anzahl sind 5, also werden unsere wohl zusammengerechnet. 5 von den 4 mir gehören. Ja, das ist natürlich schon geil, ne? Das jetzt übrigens, falls es dir nicht angezeigt wurde. So, dann werde ich jetzt erstmal meine Stadt erweitern. Okay, die nächsten Runden werden dann auch weniger als 15 Minuten dauern. Ach ja. Denke ich. So, dann wollen wir mal schauen. Was ist denn bei mir gerade eher nicht so gegeben? Die öffentliche Ordnung ist schlecht. Dann baue ich erstmal lieber was die öffentliche Ordnung wiederherstellt. Geweihter Boden. Ich glaube, dann nehmen wir erstmal lieber das. Was haben wir denn hier? Hofstadt. Können wir eigentlich mal upgraden.
Einheiten rekrutieren. Was können wir denn da rekrutieren? Das dauert alles eine Runde noch. Sehr gut. Dann holen wir mal unseren Typen hier runter. Der kann dann auch noch... also ich werde jetzt schon mal direkt meine Armeen so austauschen. Okay. Ja gut, ich habe die eine Truppe von mir auch direkt an der Grenze stehen. Ganz, ganz unauffällig. Ich will eigentlich mal gucken, ob ich da mit dem Spion dann jetzt in vertretbarer Zeit, also innerhalb der nächsten 10 Runden gefühlt, da in die Stadt komme oder zumindest schon mal in das Gebiet komme. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall schon mal eine relativ große Streitmacht mal aufbauen. Weil ich habe nicht gerade gesehen, die Stadt, die wir uns vornehmen wollen, ist die Hauptstadt. Aber dadurch, dass wir ja nur diese eine Stadt halt haben, also es gibt halt nur diese eine Stadt. Von daher ist das auch schon wieder so eine Sache. So, Forschung hatte ich ja betrieben, die läuft noch. So, gebaut hatte ich auch. Dann biete ich dir jetzt erstmal... Wie machen wir das denn jetzt mal? Diplomatie initiieren und... Ich grüße euch im Namen meines Volkes. Ich habe Worte für euch. Und wenn es bekommst du... kommst bis jetzt auch automatisch in so einem Diplomatie? Ja. Menü? Massageten stehen rechts. Ja, das bin ich. Ja. Ja. Dann, Was nun? Ach, wir haben sogar schon ein Handelsabkommen. Ja, okay. Ja gut, wir sind Verbündete. Ja, nee, weil da stand nämlich die ganze Zeit immer was von militärisches Bündnis. Aber wir haben auch schon direkt ein Handelsabkommen. Ja, allerdings funktioniert das halt nicht, weil zwischen uns halt noch ein neutrales Gebiet liegt und die Karawanen halt nicht da durch können. Vor allem der Witz ist ja, dass meine Karawanen zu diesem, in dieses Gebiet reinfahren und zu der Stadt fahren. Ja, weil ich ja mit denen handel. Von unten, ne? Ja. Das ist irgendwie etwas komisch. Ich habe aber auch Handelspartner. Auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja gut, du handelst ja wahrscheinlich dann auch mit dieser Fraktion. Nee, ich handel mit anderen. Okay. Tatsächlich. Würde aber irgendwie Sinn machen, wenn... Egal. So, wo hatte ich jetzt meine Spionin hingeschickt? Ich hatte doch einen. Ach da. Die schicke ich nämlich dann mal Richtung Hauptstadt. Vielleicht kann ich dann sogar schon irgendwie... Du konntest ein bisschen das Gebiet vordringen? Was ist da ich los? Ich kann mal gucken, ob ich schon was sabotieren kann. Wobei das Agentenversagen gerade bei... Ich kann Unruhe stiften, Brunnen vergiften und Brandstiftung begehen. Liegt alles so zwischen 14% und 30% Erfolgschance, also ich glaube... Ich glaube, der Spion geht drauf, wenn er das ausprobiert. Ich glaube, ich lasse das erstmal lieber. Nee, lassen wir erstmal. So. Wo konnte man jetzt mit dem, was du da zum Schluss noch hattest? Mit dem Anlass? Ja. Das ist ganz, es ist unten in der Mitte ganz links. Also in der Mitte links. Provinzerlasse. Provinzerlasse sind nur möglich, wenn ihr die gesamte Provinz beherrscht. Na, geil. da ich sie anscheinend nicht beherrsche. Hm. Ich frage mich gerade, zu welcher Provinz Kart gehört. Ja, werden wir dann ja sehen, wenn wir die einnehmen. Ja, genau. Weil zu meiner Provinz gehört es nämlich nicht. Ich habe nämlich noch die Stadt Sarai und Gelonos. Wo sind die denn? Ja, Sarai ist ganz oben, also ach über so. Mir. Oh, das ist ja eine riesige Provinz. Aber wo ist denn Gelonos? Ja, das wird ja wahrscheinlich irgendwo da in der Nähe sein. Okay. Und Gelonos ist ja noch da drüber. Ach du Schande. Das ist der komplette, das sind die praktisch kompletten, die beiden oberen Völker da. Super. Gut, aber ich denke mal, darum kümmern wir uns später. Ich würde sagen, wir greifen zusammen deinen Kart an. Du kannst übrigens, wenn du dann deinen Kommandanten anklickst, kannst du... Wo ist denn mein Kommandant? Der... Ja, das ist dann das... Ja, der General. Das ist dann das, auf der linken Seite, das zweite von rechts, Einheiten rekrutieren. Und dann wird dir dann halt angezeigt, wie lange die Ausbildungszeit ist. Also bei mir ist jetzt alles eine, ich habe es jetzt auf alles auf eine Runde gestellt. Das heißt, ich habe gleich schon eine recht starke Armee.
und werde dann auch Richtung Karchomar marschieren. Ich glaube, das sieht man aber nur, wenn man gerade den aktiven Zug hat. Ja. Ich glaube, das sehe ich gar nicht. Gut, also Erlasse kann ich nicht. Erforscht habe ich auch alles. Dann erstmal Runde beenden. Jetzt kommen die ganzen anderen Schisseler dran. Und Fraps droppt gerade hart. Währenddessen. Interessant. Oh Gott, wenn das jetzt nach jeder Runde passiert, das wird ja lustig. Ruckelt das bei dir auch, oder was? Ja, ich habe einfach nicht gescrollt. Also ich glaube, du darfst auch nicht scrollen, während das berechnet. Ich glaube auch nicht. Bündnis gebrochen. Das Bündnis zwischen diesen Fraktionen ist gebrochen. Aria und Seleukiden. Schön. Ich glaube, damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Auch immer das Bündnis da war. Dann kriege ich wahrscheinlich die Meldung kriege ich wahrscheinlich auch gleich noch. Die Roxolanen haben den Thysageten den Krieg erklärt. Schön. Und die DH haben den Choresmiten den Krieg erklärt. Das heißt, das sind ja die, denen die Stadt Amul gehört unten. Ja. Das heißt, dass jetzt noch jemand versucht, Cut einzunehmen. Ach nö. Weil die NPCs unten wollen das auch. Dann könnten weil die jetzt wir also direkt auch mal den Krieg erklärt haben. Das ist ja also lustig. Also entweder wir kommen jetzt denen zuvor und nehmen Cut ein. Das könnte dann aber auch das Problem werden, dass dann Amul sagt, jetzt gibt's Krieg, so, ne? Naja, mal gucken. Ja, es ist jetzt die Frage, ob die Diplomatie hier so funktioniert wie, ja, der also ist Feind meines Feindes ist mein Freund oder eben nicht. Das ist jetzt die Frage. Also es kann teilweise darin laufen, wir haben den gemeinsamen Feind, verbünden wir uns, oder es kann laufen, ihr habt mir ein Gebiet weggeschnappt, was ich auch wollte, jetzt gibt's Krieg. Also es gibt's beides. Das ist halt, du kannst im Diplomatie-Menü, kannst du die einzelnen Völker anklicken. Und dann steht dann teilweise darunter, ob die aggressiv gestimmt sind oder also wie die allgemein die Volksstimmung gerade ist. Okay, so, wo war das jetzt mit dem Einheiten rekrutieren? Du klickst, da musst du in der Stadt für sein, glaube ich. Agenten rekrutieren, Streitmächte aufstellen. Du kannst deinen General anklicken. Er steht gerade oben an der Grenze von Karten. Ja. Kannst du da irgendwie unten links, also unter dem Kästchen, wo deine Armee abgebildet wird, da drunter links, das zweite von rechts müsste das sein, da steht Einheiten rekrutieren. Okay. Kannst du das oder musst du in die Stadt dafür? Ja, das geht. Nicht, ne? Ja? Ja, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Sperrkämpfer und östliche Steinschleuderer. Also du hast halt relativ viel Geld am Anfang und du kriegst halt immer Geld rein, von daher kannst du ordentlich auf die Kacke hauen. Sollte halt nur gucken, wenn dann jetzt irgendwann eine 2 steht, dann braucht das halt 2 Runden, um auszubilden. Und du kannst auf gegnerischem Gebiet, glaube ich, keine Leute ausbilden. Auf gegnerischem Gebiet kannst du nur Söldner anheuern und das wird dann, glaube ich, ziemlich teuer. Ich habe einen Erlass, der mir die Söldnerkosten um 25% senkt. Ja, das ist natürlich geil. Ja. Das ist ganz lustig. Also aber mit Söldnern kannst nicht. Du halt Verluste schnell wieder aufstocken, aber sind halt teurer. Ja. So, dann gucke ich jetzt mal. Auf jeden Fall gefällt mir schon mal, dass wir mit all unseren Nachbarn praktisch auf neutralem Boden erstmal sind. Ich habe nicht auch schon mal eine Karte gestartet, da war ich irgendwie so mittendrin und alle um mich herum waren feindlich. Das war nicht so cool. Kann ich mir vorstellen. Da brennt halt ordentlich die Luft. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal hier einen Cut und sehen uns dann, denke ich mal, gleich direkt wieder. Also in der nächsten Folge und... Also dann, ne? In der nächsten Folge, genau. Bis dahin. Ne? Bis dahin.